Video geht es um das Thema A11.3. Also das Deuten und Interpretieren von Differenzen und Differentialquotient in verschiedenen Sachverhalten. Wir haben schon in einem anderen Kapitel uns angeschaut, was jetzt der Differenzen- bzw. der Differentialquotient für unterschiedliche Bedeutungen hat. Wir haben den Differenzenquotient als mittlere bzw. durchschnittliche Änderung oder auch als mittlere bzw. durchschnittliche Geschwindigkeit. Für den Differentialquotient haben wir die momentane Änderung bzw. die momentane Geschwindigkeit. Steigung von Sekante und Steigung von der Tangente schauen wir uns dann auch separat an. Wollen wir jetzt also Änderungsmaße interpretieren, dann brauchen wir genau diese vorher in der Tabelle dargestellten Zusammenhänge. Wir müssen wissen, dass der Differenzenquotient, so wie er hier angegeben ist, die mittlere Änderung beschreibt oder die mittlere Geschwindigkeit. Und wir müssen wissen, dass der Differentialquotient, so wie er hier angegeben ist, die momentane Änderung beschreibt. Wie genau man das interpretiert, findet ihr aber auch noch im Kapitel AN1.1, glaube ich, ist das, genau. Die Interpretation zu Differenzen und Differentialquotient in Bezug auf diese Begriffe haben wir uns also schon in einem anderen Kapitel angeschaut. Wir schauen uns jetzt also genauer, wie die Interpretation im Hinblick auf Steigung der Sekante bzw. Steigung der Tangente an. Das ist besonders dann wichtig, wenn ich Aussagen über eine Funktion überprüfen muss. Diese lassen sich dann nämlich gut überprüfen, wenn ich die Sekante bzw. die Tangente an diese Funktion oder durch diese Punkte einzeichne. Wichtig ist hier auch noch, Tangenten oder Sekanten, die parallel zur x-Achse liegen, heißen oder bedeuten so viel, dass die Steigung an dieser Stelle 0 ist. Nun schauen wir uns also zum Beispiel die Aussage an, die man bei einem Matura-Beispiel durchaus finden könnte. Der Differentialquotient an der Stelle x-2 ist genauso groß wie der Differenzenquotient im Intervall -2,0. Wie man das jetzt überprüft, auch ohne den Funktionsterm zu kennen, sehen wir hier grafisch. Wir suchen den Differentialquotienten an der Stelle x-2. Das heißt, wir zeichnen hier die Tangente ein und vergleichen das Ganze mit dem Differenzenquotienten, also mit der Sekantensteigung, im Intervall -2,0. Wir sehen hier, die Tangentensteigung ist hier 0. Die Sekantensteigung jedoch ist -2. Wenn ich nämlich hier 1 rübergehe, gehe ich 2 runter. Das heißt, wir sehen auch, die Steigung der Tangente hier ist nicht gleich groß wie die Steigung der Sekante in diesem Intervall. Hier könnten wir zum Beispiel auch die Aussage finden, die mittlere Änderung ist in keinem Intervall gleich 0. Das stimmt für die wenigsten Funktionen. Denn meistens finden wir irgendwo auf einer Funktion zwei Punkte, die wir so verbinden können, also so eine Sekante durch zwei Punkte legen können, dass diese parallel zur x-Achse ist. Hier ist das zum Beispiel im Intervall -2,4 der Fall. Wenn ich hier die Sekante durchlege, ist sie parallel zur x-Achse, hat damit also die Steigung 0 und somit ist die mittlere Änderung in diesem Intervall durchaus 0. Diese Aussage ist also wieder falsch. Hier steht nun, der Differentialquotient an der Stelle x-3 ist größer als der Differentialquotient an der Stelle x=0. Diese Aussage wiederum ist richtig. Denn wenn wir hier den Differentialquotienten uns anschauen, also die Tangentensteigung an der Stelle -3, und diese vergleichen mit der Tangentensteigung der Funktion an der Stelle 0, auch wenn wir das nicht so genau händisch einzeichnen können, sehen wir sofort, dass die Tangentensteigung hier positiv, hier aber negativ ist. Das heißt, diese Aussage muss auf jeden Fall stimmen, denn die Tangentensteigung hier ist positiv, also sicher größer als die Tangentensteigung an dieser Stelle, die negativ ist. Und das war's auch wieder zu diesem Video.